Trainer Matt. Lernziele. Diese Videoeinheit soll Sie in die Lage versetzen, eine Bauchlagerung eines beatmeten Patienten auf einer Standardmatratze im Team durchzuführen. Dies umfasst Kenntnisse zu Indikation, Vorbereitung und Durchführung, zur abschließenden Kontrolle sowie weiterer Maßnahmen in Bauchlage. Indikationen. Die Bauchlage ist indiziert bei Patienten mit ARDS und lebensbedrohlicher Hypoxämie und einem Horowitz-Index von unter 150 trotz optimierter Beatmungseinstellung zur Verbesserung des Gasaustausches. Dabei soll die Umlagerung in Bauchlage frühzeitig erwogen werden. Mindestens 16 Stunden Bauchlagerung sind anzustreben. In der Praxis hat sich ein Intervall von 16 bis 20 Stunden etabliert, angepasst an individuelle Patientengegebenheiten und Umgebungsfaktoren. Die Bauchlagetherapie sollte beendet werden bei anhaltender Verbesserung der Oxygenierung in Rückenlage. Wenn 4 Stunden nach Rückenlagerung der Horowitz-Index über 150 liegt, bei einem PEEP von unter 10 cm Wassersäule und einer FiO2 von unter 0,6 oder bei mehrfach erfolglosen Lagerungsversuchen. Mehrere Zyklen intermittierender Bauchlage-Rückenlage sind einer einmaligen Bauchlage überlegen. Kontraindikation. Hämodynamische Instabilität oder Schock, höhergradige Herzrhythmusstörungen, erhöhter intrakranieller Druck, Wirbelsäuleninstabilität und offenes Abdomen stellen Kontraindikationen dar, die zum Teil relativ sind. Hier muss eine Risiko-Nutzen-Abwägung stattfinden, eventuell unter Hinzuziehung weiterer Fachdisziplinen. Das Material: 2 aufgerollte, bezogene Decken, 2 bezogene, längliche Kissen, mehrere Schaumstoffstücke, eine Kopflagerungsschale, die einen Tubusausführungsschlitz auf der einen oder aber auch auf der anderen Seite haben kann, 1 bis 2 Tunnelgleithilfen, je nach Größe der Tunnelgleithilfe und Länge des Patienten, eine Inkontinenzunterlage oder andere Unterlage, die stabil genug ist, dass man den Patienten damit im Bett bewegen kann, ein elastisches Tubusfixierungsbändchen und eine 10x10 unsterile Mullkompresse. Merke: Im direkten Patientenkontakt dürfen nur weiche Materialien verwendet werden, also Schaumstoffe oder weiche Kissen. Wattegefüllte TG-Schläuche, zusammengerollte Inkontinenzunterlagen, Spreukissen, Frottedecken eignen sich nicht zur Druckverteilung und sollten deswegen niemals im direkten Patientenkontakt verwendet werden. Schaumstoffe transportieren Feuchtigkeit gut weiter, deshalb niemals beziehen oder abdecken. Auch wassergefüllte Handschuhe sollten im direkten Patientenkontakt nicht verwendet werden. Vorbereitung des Patienten: Wird die Sedierung angepasst, die enterale Ernährung pausiert, ein geschlossenes Absaugsystem angebracht und der Tubus sicher und zugelastisch fixiert, wie zu sehen ist. Bei Patienten mit vollem Zahnstatus sollte das Hervorrutschen der Zunge verhindert werden, indem man eine angefeuchtete Kompresse hinter die Zahnreihe schiebt, wie im Video zu erkennen ist. Drainagen und Zugänge werden unterpolstert und gesichert. Intimpflege, Hautpflege, Gesichtspflege wird durchgeführt. Der Pulston wird aktiviert. Es ist notwendig, eine Überwachung während des Drehmanövers zu haben. Dies kann die Arterie sein, die nach oben ausgeleitet wird, oder aber der Sättigungsclip des Armes, der oben liegt. Oder das EKG wird, während der Patient in 90-Grad-Lage ist, von der Brust auf den Rücken umgeklebt. Gegebenenfalls wird die FiO2 nach Arztanordnung auf 1,0 gestellt. Als Lagerungsteam werden 4 bis 5 Personen benötigt. Der Arzt, die Ärztin steht am Kopfende und sichert Tubus und kopfnahe Zugänge. Der oder die Pflegende am Bett und 2 bis 3 weitere geschulte Personen. Die Drehrichtung wird festgelegt und die Aufgaben werden verteilt. Eine Anmerkung: Wir haben für dieses Schulungsvideo mit einem Schauspielpatienten gearbeitet und dem Setting entsprechend darauf Wert gelegt, dass Bewegungsabläufe gut sichtbar sind. Selbstverständlich müssen im realen Setting die persönliche Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen entsprechend beachtet werden.
Der Patient wird mit der Tunnelgleithilfe, soweit es geht, an den der Drehrichtung entgegengesetzten Bettrand bewegt. Der Kopf gibt das Kommando. Die Tunnelgleithilfe wird entfernt. Eine Inkontinenzunterlage oder andere stabile Unterlage wird ausgebreitet auf dem Patienten platziert. Die Hand, über die gedreht wird, wird mit der Handfläche zum Körper unter das Gesäß geschoben. Der Patient wird leicht angekippt und die Kissen, Lagerungshilfsmittel im Thoraxbereich und im Beckenbereich werden so gut es geht untergeschoben. Hier werden jeweils eine zusammengerollte Decke und ein Kissen verwendet. Die Tunnelgleithilfe wird auf den Lagerungshilfsmitteln platziert. Der Kopf gibt das Kommando zum Drehen. Es wird gedreht bis 90 Grad. Dann entscheidet der Arzt am Kopf, ob er umgreift. Stopp, jetzt würde ich einmal umgreifen. Auf Kommando wird langsam weitergedreht durch vorsichtiges Ziehen an den Lagerungshilfsmitteln und an der oberen Lage der Tunnelgleithilfe. Der Kopf wird provisorisch abgelegt. Die Kissen werden richtig positioniert. 1, 2, 3. Der Patient muss hoch genug liegen. Die Lagerungshilfsmittel im Thoraxbereich sollten auf Höhe der Clavicula enden. Die Patientenlage wird überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Bereit? Hier im Video wird der Patient nach oben verschoben. Der Bauchbereich wird kontrolliert. Hier sollte eine deutliche Entlastung sein. Erst jetzt wird die Tunnelgleithilfe entfernt. Die Hüfte sollte leicht gebeugt sein. Falls die Höhe der Lagerungshilfsmittel nicht ausreicht und der Patient noch nicht hoch genug liegt, kann der Patient höher aufgebockt werden. Hierzu wird der Patient seitlich gekippt und die überhängenden Teile der eingerollten Decke werden nacheinander unter den Patienten geschoben. Zur Beinlagerung. Je nach Patient werden Lagerungshilfsmittel unter die Unterschenkel und eventuell unter die Oberschenkel platziert, mit dem Ziel, dass die Knie freiliegen und leicht gebeugt sind. Die Zehen müssen freiliegen, deswegen werden in diesem Beispiel noch zusätzliche Schaumstoffstücke unter die Unterschenkel platziert. Kontrolle der Knie. Der Kopf wird seitlich gelagert, wenn die Beweglichkeit der Halswirbelsäule dies zulässt. Ist eine seitliche Lagerung nicht möglich, wird der Kopf mittig gelagert, wie hier im Video zu sehen auf der Kopflagerungsschale. Durch seitliches Herunterdrücken der Schaumstoffauflage kann kontrolliert werden, dass Augen, Nase und Mund druckfrei gelagert sind. Auch muss darauf geachtet werden, dass die Halswirbelsäule nicht abgeknickt ist. Am Ende wird der Sicherheitscheck durchgeführt. Alle Zugänge und Ableitungen werden überprüft, die Lunge wird auskultiert und eine Kraftdruckkontrolle wird durchgeführt. Zur Armlagerung. Am sichersten liegen die Arme seitlich neben dem Körper. Am besten die Hand tiefer als die Schulter. Das Schulterblatt sollte nicht herausstehen. Auch das Anwinkeln der Arme wird als angenehm empfunden. Um die Schulter zu schonen, wird der Arm unten herum nach vorne gelegt. Die Arme sollten niemals mehr als 90 Grad nach oben liegen. Wird der Arm mehr als 90 Grad nach oben bewegt, entsteht schnell eine Spannung in der Schulter, die zu dauerhaften Schäden führen kann. Wieder wird kontrolliert, dass das Schulterblatt nicht heraussteht. Eventuell können die oberen Kissen noch mehr unter den Patienten drunter geschoben werden. Am sichersten liegt der Arm neben dem Körper auf den Lagerungshilfsmitteln mit auf. Merke: Anforderungen an die Bauchlagerung. Nase, Augen, Mund und Ohren müssen druckfrei sein. Die Schilddrüse muss frei liegen. Der Bauch muss entlastet sein. Knie müssen druckfrei sein. Zehen müssen druckfrei sein. Das Becken und die Knie sollten leicht gebeugt sein.
Die Position des Bettes sollte waagerecht sein. Bei der Schlusskontrolle werden alle Konnektionen wiederhergestellt. Das Drucksystem wird vom Niveau her angeglichen. Kreislauf und Beatmung werden kontrolliert und bei Bedarf angepasst. Der Patient liegt nun 16 bis 20 Stunden in Bauchlage. Während dieser Zeit müssen stündliche Mikrolagerungen durchgeführt werden und Kontrollen besonders druckgefährdeter Stellen im Gesicht, beispielsweise Kinn, Brustkorb, Knie, Schambein, Penis und Zehen. Wenn der Kopf seitlich gelagert ist, muss er alle 2 bis 3 Stunden auf die andere Seite gedreht werden. Andernfalls werden Mikro-Kopf-Umpositionierungen vorgenommen. Die Patientenposition muss häufig kontrolliert werden. Eventuell muss der Patient wieder nach oben bewegt werden, sollte er fußwärts gerutscht sein. Hier ist zu sehen, wie die Mikrolagerung des Kopfes aussehen kann. Zur Druckverteilung wird der Kopf angehoben und leicht gedreht. Nachher erfolgt wieder die Kontrolle, dass Augen, Nase und Mund druckfrei sind. Liegt der Kopf seitlich, muss er alles 2 bis 3 Stunden auf die andere Seite gedreht werden. Mhm. 1, 2, 3. Dazu heben 2 den Oberkörper an und eine Person hält den Kopf inklusive Tubus und führt ihn auf die andere Seite. Tipp aus der Praxis. Damit zusammengerollte Decken auch zusammengerollt bleiben, kann man sie mit Pflaster umwickeln. Zur Lagerung des Armes können Schaumstoffstücke verwendet werden. Es wird als angenehm empfunden, wenn die Hand tiefer liegt als der Ellenbogen und die Schulter. Wieder Kontrolle des Schulterblatts, dass es nicht heraussteht. Bei tracheotomierten Patienten ist ein hohes Aufbocken notwendig, damit die Trachealkanüle druckfrei ist. Eventuell kann der Patient auf einer Seite leicht unterlagert werden, sodass er leicht gekippt liegt. Dadurch hat die Trachealkanüle mehr Platz und auch das Absaugen wird erleichtert.